Jo. Möchte noch ein bisschen weitermachen an dem Tutorial und Projekt von Loch in der Birne, sorry, Loch in der Banane. Und es ist wirklich nicht leicht, meine Freunde. Ne? Terz und Sechsten habe ich schon erklärt, oder? Also Stimmung bitte immer sofort, also na, ersten Teil nachgucken. Die Sechsten hatte ich ja vorher aber genau mit dem gleichen Finger gemacht, ja, weil zum Üben wäre das schon irgendwie angebracht, so. Ja, und wenn man das so ein bisschen beherrscht. Gibt es eigentlich nur wenige Möglichkeiten? Oder 100 Millionen? Okay. Es geht so ein bisschen um die Melodie, die man dazu spielen kann. Wenn der Daumen irgendwie die Aktion beherrscht, mit hin und her, kann man locker irgendwie eine Melodie dazu spielen. Eigentlich simple Aktion, ne? Und ja, wird wieder viel gelacht. Ich kenne das ja schon, allerdings so aus meinen letzten Kritiken. Ich habe es schon erzählt, also Winterzeit ist für mich depressiv. Ne? Manche Leute nehmen es einfach hin. Ne? Liegen halt irgendwo in Texas rum oder irgendwie an der Küste und freuen sich, ja. Ich kann mich das halt überhaupt nicht freuen, weil die Welt gerade im Arsch geht. Passt zwar hier nicht rein, aber ich kann es kurz andeuten, ja. Fuji, Dingsbums da, also das Schlimme in Japan oder so. Also ich versuche, also ich könnte 3 oder 4 Leute aufnehmen, ja, zur Not. Ja. Und es sollten wirklich alle Leute da raus, weil. Okay? Mehr sage ich dazu nicht. Ja? Und wenn jeder so ein bisschen Hirn hat, ja, und ein bisschen mitarbeitet oder sozial arbeitet, versucht irgendwie immer zu helfen. Wenn es eine Kommunikations-Nation oder wie heißt das, eine Organisation gäbe, wo man dann wirklich die Leute rausholen kann, dann bin ich sofort dabei. Okay? Deswegen ist das dieses Loch gerade irgendwie in der Banane ein bisschen kurz. Zeige ich nur ganz schnell die Tonleiter und dann muss ich erstmal wieder nachhören gehen, okay? Okay, also Stimmung ist klar. Tonleiter ist, fange ich an bei der auf der E-Seite. Ne? Ja. Leer und dann fange ich an im vierten Bund und im zweiten Bund. Ja. Und dazu immer schön ein bisschen den Bass. Ja, ich finde es aber leichter mit dem kleinen Finger hier. Na, auf der H-Seite geht es genauso, ja. Also auch im zweiten und vierten Bund. Ihr könnt auswählen, was euch am liebsten ist. Ja, oder jetzt mal beide zusammen. Jetzt geht es weiter so, die G-Seite ist ein bisschen anders, leider. Nicht leider, aber. Da spielt man nur im ersten und im dritten Bund. Aus der ersten Lage natürlich. Ja. Ja, ich nehme halt immer den Daumen auf den Bass und spiele halt mit den
abwechselnd, also man sagt mal Wechselschlag, die Töne dazu. Ja. Ist mit drei Saiten zusammen. Ja, zum Üben einfach nur den Daumen immer auf der fetten E oder wie gesagt D-Seite ist jetzt. Weiter auf die D-Seite. Das ist wie auf der H- und E-Seite, also auch wieder zweite und vierte Bund. Ja, die Finger kann man sich mal aussuchen, also Zeigefinger ist E, aber den kleinen oder den dritten, also den Ringfinger. Jetzt gehen wir auf die A-Seite, genau das gleiche. Und der Rest auf der tiefen Seite auch das gleiche. Also immer 2 und 4. Ne? Kommt G-Seite. Also bis hierhin, Freunde. Und bitte, beten hilft für die Menschen in Japan nicht mehr, okay? Weil Atom ist unkontrollierbar. Wir können doch vielleicht was machen, um zu helfen. Ja. Ah, durch Gitarre spielen hilft es wahrscheinlich auch nicht immer. So sieht's aus. Ne?